Guten Abend, hallo Freunde, der NRWBoy18 begrüßt euch zu einem neuen Let's Play auf meiner Wii und wie ihr unschwer schon am Titel erkennen könnt, es geht weiter mit Metroid Prime. Nach Metroid Prime, jetzt also Metroid Prime 2, da werden sich ein, zwei Leute jetzt ganz extrem freuen und ich freue mich natürlich, dass ihr euch freut. An alle anderen hoffe ich natürlich auch, dass euch das jetzt auch gefällt. Ich habe euch ja gesagt, es werden eine Menge Let's Plays jetzt auf euch zukommen im Jahr 2016 und ja, neben Sherlock Holmes und Grey Matter, das jetzt also das momentan vierte Let's Play neben Saints Row auch noch und ich denke mal, jetzt ist wieder wirklich für jeden was dabei auf meinem Kanal. Verzeiht mir bitte, dass ich nicht ganz so euphorisch und freudestrahlend jetzt hier sitze, aber wie gesagt, ihr habt es mit Sicherheit schon in den anderen zwei Let's Plays, die neuen, die jetzt gestartet sind, gehört. Mit der Beasley, da habe ich jetzt im Moment so ein paar Probleme, da wurde ein Knubbel entdeckt und da ist es jetzt noch nicht sicher, was es ist. Ob Tumor, ob nicht Tumor, ich weiß es nicht. Deswegen bin ich halt ein bisschen, ne, aber man muss sich irgendwie ablenken und versuchen, das Beste draus zu machen. Ich kann jetzt eh nichts machen. Die Werte sind im Labor, die werden jetzt geprüft und dann bekomme ich morgen, spätestens übermorgen Bescheid und dann werden wir weitersehen. Hier könnt ihr das sehen, 21.20 Uhr. Das stimmt leider nicht so ganz. Wir haben es 21 Uhr, aber der 22.02., den Montag, das stimmt. Also die Werte hier einigermaßen aktuell. Ich spiele Blind, ist natürlich wie die ganze Metroid Prime-Reihe. Neben Metroid Prime 2 gibt es dann noch Metroid Prime 3, das wird dann auch kommen, wann weiß ich nicht. Jetzt erstmal Metroid Prime 2 und dazu gehen wir hier ins Menü. Ja. Wollen wir nicht spielen. Oder doch? Achso, das ist das direkt schon. Ich dachte jetzt hier Metroid Prime und dann Metroid Prime 2, also gut, dann wollen wir das starten. Metroid Trilogie. So, das ist jetzt für euch eigentlich relativ uninteressant, aber nun ja. Für die Leute, die die Wii haben, kennen das. So, ich denke mal, es wird auch wieder mit Nunchuk gespielt. Das kleine Ding habe ich auch schon angeschlossen. Ja. So, da sind wir also jetzt hier im Menü angekommen, in der Trilogie. Da haben wir jetzt dieses Spiel, werden, ja, Spiele sogar, also alle. Da dachte ich mir schon. Auswahl. Metroid. Da haben wir es doch. Metroid Prime abgeschlossen. Zu 88%. Spieldauer 23 Stunden 20. Ja, jetzt kommt also Metroid Prime 2. Einzelspielermodus. MP2. Nee, warte mal, Moment mal, wie kommt denn da jetzt rein? Okay. Ich bin jetzt am überlegen, wo ich jetzt die Einzelspielermodus. Ah, hier, genau. Also, Metroid Prime 3 Corruption, das habe ich mal reingeguckt, aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Wir spielen jetzt erstmal Metroid Prime 2 Echoes und da geht es jetzt mit dem Spielbeginn los. Ich bin gespannt, wir legen los. Naja, ein Veteran mit Sicherheit nicht. Erstmal normal. Vor 8 Tagen ging der Kontakt zur Einheit Bravo der Galaktischen Föderation verloren. Vertragliche Vereinbarung. Der föderierte Trupp ist ausfindig zu machen und Unterstützung ist zu leisten. Bestätigung der Daten. Letzte Übertragung wurde aus der Dasha-Region von einem verlassenen Planeten namens Rether empfangen. Ather, Entschuldigung. Übertragung der letzten bekannten Koordinaten. Okay.
Da ist sie, unsere Heldin, Samus Aran. Sehr schön. Nach Betreten des Schiffes wird das Spiel gespeichert und der Energie- und Munitionsvorrat regeneriert. Das kennen wir ja schon. So, jetzt, Moment mal. Ah, Moment. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung hier gewöhnen. Also, es tut auf jeden Fall gut, jetzt endlich wieder hier zu sein. Okay. Oh, Moment, das halt. Ne, warte mal. Ich glaube, ich habe die andersrum gehabt, oder? So rum hatte ich die, glaube ich, gehabt. Ja, so rum hatte ich die gehabt. Links den Nunchuk. So, jetzt muss ich gucken, ist das hier ähnlich wie. Ah, es ist im Prinzip genauso wie in Metroid Prime. Das ist schon mal sehr gut. Nee, warte mal. Combat Visor, ja, genau. Objekt außerhalb der. Okay. Scan erfolgt. Objektscan abgeschlossen. Im Standbild sind eine Energieversorgung, eine Antriebseinheit und ein Energieprojektionsfeld untergebracht. Sämtliche Systeme sind aufgrund des Alters oder struktureller Schäden funktionsuntüchtig. Okay, sind das hier alles Holographen oder was? Hä? Achso. Hm. Das war jetzt. Ja, komm, wir speichern direkt am Anfang. Spielstand wurde abgesichert. Energie mal der Herrscher. Sehr schön. So, dann, ja. Moment, wie kriegen wir jetzt die Kamera? Moment mal, das wahrscheinlich weg. Nein, die 1. Ah, die 1 ist also wieder die Karte. Und hier können wir wieder raus und reinzoomen. So, rein, raus und das ganze Objekt drehen. Ja, sehr schön. C, was ist denn bitte C? Ach, das hier, okay. Beweglicher, beliebiger Beam. Ja, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir haben wieder alles vergessen. Und das ist so blöde. Wir haben am Ende von Metroid Prime. Gut, man muss jetzt auch dazu sagen, die Prime-Teile liegen natürlich zeitlich gesetzt alle etwas unterschiedlich. Aber warum haben wir jetzt hier wirklich alles? Restlos alles wieder verloren. Wo ist bitte die plausible... Ach du Scheiße. Tempelanlagen. Wo ist bitte die plausible Erklärung dafür? Hm. Das ist schade. So, das. Okay, was ist eigentlich mit unserem Eigelb hier, mit unserem Dottergelb? Das ist ein bisschen Mitleidenschaft bezogen worden. Gehen wir mal raus hier. Was ist das? Scan erfolgt. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Erforschung. Unser eigenes Schiff? Kampfschiff der Jägerklasse. Geregistriert auf Samus Aran. Das Schiff wurde beschädigt, automatischer Instandsetzung eingeleitet. Ach, guck mal hier, automatische. Nach Betreten des Schiffes wird der Energievorrat regeneriert und Waffenvorrat aufgefüllt und das Spiel gespeichert. Ja, ist doch sehr schön. Kampfschiff. Oh, sehr schön. Gut. Dann hätten wir das auch. Also hier auch wieder auf unsere Scanquote achten. Alles abscannen, was wir hier finden. So, und jetzt wollen wir hier mal raus. Ein bisschen vorankommen hier.
Was ist das? Objektscan abgeschlossen. Der Antriebseinheit des Standbilds ist funktionstüchtig, benötigt zum Betrieb allerdings Energie. Der Powerbeam eignet sich nicht zum Aufladen des Antriebs. Eine alternative Energiequelle ist erforderlich. Okay. Ah, den Chargebeam haben wir schon mal. Das ist gut. So, was ist das denn jetzt hier? Das lächelt mich doch schon die ganze Zeit so an. Objektscan abgeschlossen. Objekt beinhaltet größere Mengen von Säure. Flüssigkeiten wie diese dienen einheimischen Lebensformen vermutlich zur Zersetzung von Nahrung. Hülle kann durch Beschuss beschädigt werden. Ja, aber wenn ich doch jetzt das beschieße... Moment, ich will jetzt mal... Da oben... Kleine, süße irgendwas. So, erstmal... Na, hier hoch. Mal ein Charge spielen. Und, hat sich aber nichts getan. Ah, das sind mehrere Ziele, okay. Ach nee, jetzt ist es. Okay. Ah, hm. Ich dachte, da tritt jetzt irgendwie Säure aus. Dem ist nicht so. Was haben wir hier? Sachen, die sich bewegen, aber lassen sich Türen... Ja, das weiß ich, aber was ist das hier? Scanabschluss handelt sich um eine gesicherte Türsysteme. Ein relativ schwaches Energiefeld verhindert, dass hiesige Kreaturen die Tür aktivieren. Tür lässt sich mit einer beliebigen Waffe öffnen. Das weiß ich, das ist mir ja klar, aber warum die Dinger hier? Das ist doch... Nur, sie verletzen mich auch nicht. Gut, dann sollen sie mir egal sein. Ah ja, hier sind noch mehr davon. Ach, Herr Jemine, und ich kann sie nicht scannen. Was haben wir hier? Bioscan abgeschlossen. Widerstandsfähige, an dunkle Umgebung angepasste Pflanzenform. Die Präsenz einer Pflanzenschale... Pflanzenschale? Lässt vermuten, dass Einheimische diese zu Dekorationszwecken hier platziert haben. So bitte was? Einheimische? Dekoration? Was ist das? Nichts, was wir kaputt machen können. Gut, was ist das? Oh Gott. Nein, nicht darunter. Ach, Samus. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte mich erst oben mal ein bisschen weiter umgucken. Jetzt ist die schon hier runtergesch... Dusselige Kuh. Objektscan abgeschlossen. Es handelt sich um einen Container der Galaktischen Föderation. Ach, guck mal an. Diese stabilen Behälter sind für ihre komplexen Schließsysteme bekannt. Das Bergen des Inhaltes ist nur durch Zerstörung des Containers möglich. Oh ja. Das heißt, darin könnten vielleicht Sachen für mich sein. Oder auch nicht. Was haben wir sonst noch hier? Oh, jetzt müssen wir hier wieder alles abscannen. Es handelt sich um einen Lastcontainer der Galaktischen Föderation. Dieses hochstabile Behälter lässt äußerst widerstandsfähige... Diese hochstabilen Behälter sind... Ach so. Sie lassen sich nur mit schweren Waffen und Sprengkörpern beschädigen. Objektscan abgeschlossen. Vorrichtung ist Teil eines Belüftungssystems, das zur Abgabe von Pestiziden umgebaut wurde. System ist noch im Einsatz. Freisetzung liegt bei 13% und nimmt weiter ab. Das ist schlecht. Würde ich jetzt mal so sagen. Gut, dann haben wir das schon alles gescannt. Was ist das? Das ist dasselbe wieder. Das ist der Kleine. Das sind auch wieder. Was ist das? Bioscan des Kadavers abgeschlossen. Codex Genomanalyse Splinter. Todesursache Einatmen von schwerst Pestiziden. Toxische Partikel weiterhin in lokaler Atmosphäre vorhanden. Lebenserhaltende Funktionen des Kampfanzuges nur bei einwandfreier Versiegelung gewährleistet. Oh, 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 oh. Also müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht beschädigt werden. Ja, das ist das Terminal, womit wir ja Schutzpanzerung deaktiviert. Zerstörung der Schlösser zur Aktivierung des Torsystems erforderlich. Nach Aktivierung bleibt das Tor geöffnet. Ach ne, warte mal. Das, ne, doch.
Scan erfolgt. Okay, Objektschuss. Es handelt sich um ein gepanzertes Sicherungssystem. Schutzpanzerung deaktiviert. Deaktivierung des Schließmechanismus nicht möglich. Zum Vorrücken ist die Zerstörung der Schlösser erforderlich. Boah, alles abscannen hier. Ach, guck mal hier. Erforschung. 4% Mechanismen. 16 Sicherungsgeräte der Galaktischen Föderation. 33%. Also auch hier wieder prozentuale Angaben der Objekte, die wir im Spiel scannen können und schon gescannt haben. Erforschung. Typus Typ 6 Sperrtor, gepanzertes Sicherungssystem. Dieses Sperrtor verfügt über gepanzerte Schlösser. Zum Öffnen des Tores muss dieser Schließmechanismus neutralisiert werden. Das Sperrtor ist äußerst beständig und hält selbst starken Sprengstoffen stand. Gut. Dann denke ich mal, haben wir jetzt hier alles abklabastert und gescannt. Das ist auch wieder ein Kadaver. Jede Menge Kadaver hier. Gut. Das heißt also... Ach, das war's schon. Naja. Das war jetzt nicht so schwer. Wo sind wir jetzt? Nestkammer. Ach du Scheiße. Geht das schon wieder los? Zugangstunnel zum Nest. Landeplatz. Okay. Tempelanlagen. Hochinteressant. Moment. Direkt hier wieder scannen. Ich muss meine Quote hochhalten. Bioscan des Kadavers abgeschlossen. Gornel Splinter, der Bioscan weist auf ungewöhnlich hohe Anzahl von Schusswunden hin. Weit mehr als zum Töten der Kreatur erforderlich. Dieser exzessive Waffengebrauch entspricht nicht der gängigen Vorgehensweise der Marine. Marines. Kennen wir. Was haben wir hier? Objektscan abgeschlossen. Es handelt sich um ein modifiziertes Frachtschott. Dieses Schott stammt aus der Frachtzone eines Raumschiffes. Es wurde zu Sicherheitszwecken modifiziert. Durch Scannen eines nahegelegenen Bedienfeldes lässt sich das Schott bewegen. Und wo soll das sein? Aha. Alter, war hübsch. Wo soll denn das sein? Eieiei. Ich spiele das Spiel gerade mal seit wie vielen Minuten und hänge schon fest. Das heißt, hier vorne vielleicht irgendwo... Was haben wir da? Abgeschlossen. Das Gebilde besteht aus nährstoffhaltiger Biomasse, die durch eine massive äußere Schicht und ein dehnbares Gewebe geschützt wird. Es dient den hiesigen Lebensformen möglicherweise als Nahrungsquelle. Könnten es nicht kaputt machen. Gut, aber was haben wir sonst noch hier? Das haben wir schon gescannt. Vorrichtung ist Teil eines Belüftungssystems. Ja, kennen wir ja. Kennen wir. So, jetzt kommt nämlich genau das zum Tragen. Weil ich wollte ja da oben weitermachen, wo Samus runtergefallen ist. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Hm. Mal hier ein paar kaputt machen. Vielleicht ist hier ja irgendwas drin. Ah, ich kann ja alles kaputt machen. Das ist ja cool. Das noch weg. Das noch weg. Noch eine. Aber es ist nirgendwo was drin. Das ist schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwas drin ist, was wir vielleicht nehmen können. Das ist das. Ich dachte jetzt, weil das brennt, ist das irgendwas anderes. Was haben wir da oben? Die gehen nicht kaputt. Das ist schon mal gut. Deaktiviert. Zerstörung der Schlösser zur Aktivierung. Ja, das wissen wir ja. Habe ich gemacht. Aber wo ist jetzt... Von hier? Vielleicht hier hinter irgendwo? Ne. Hm. Das ist ja wirklich... Hier sind ja Leitungen. Wo kommen die denn her? Ach, da! Hm.
Man einfach nur den Leitungen folgen. Sicherheitskontrollfeld einsatzbereit. Torsteuerung wiederhergestellt. Tor wird geöffnet. Oh, ich liebe diese Melodie. Die verheißt nämlich immer was Gutes. Okay, so kann man eine Tür auch aufmachen. Freunde, und was sich hier hinter diesem Tor verbirgt? Vielleicht der Zong, vielleicht Jörg Dreger mit seiner neuen Show. Geh nochmal aufs Ganze. Das erfahren wir im nächsten Teil hier beim Let's Play Metroid Prime 2. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.